Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video heute zu Kikis Kitchen. Wir testen das Café von Kikis Kitchen mit absoluten Köstlichkeiten. Ich sage euch nur, ich habe maximal gesündigt. Das war echt Eskalation und wir stellen uns natürlich die Frage, ist das wieder nur irgendein Cheesecake? Sind das irgendwelche Produkte oder ist es wirklich was Besonderes? Oder nur, wie gesagt, der Name, der dahinter steht. Viel Wirbel um nichts. Ihr seht es jetzt im Video. Viel Spaß. Guckt euch mal an, Leute, mal, was für ein riesen Einkaufszentrum Kiki sich da ausgesucht hat. Kiki, meine Liebe. So, wir sind jetzt am Start im Parkhaus, Leute. Süßkram ist schon so eine Sache für sich. Aber gerade Cheesecake, Mann, habe ich so oft jetzt gegessen. Und klar, es kann was lecker sein, man kann davon überzeugt sein, aber es ist jetzt wirklich irgendwie Welt. Da müssen wir einfach ehrlich bleiben. Lecker ist lecker, außergewöhnlich ist außergewöhnlich und daran werden wir uns halten heute. Der Typ hat Ehre, Leute. Er geht vor mir, muss einen stehen lassen und sagt, komm, geh hinter mir. Und dann lass er noch, geh schneller, sonst riechst du. Ich schwör's euch jetzt genau andersrum gemacht. Du bist ein Wichser. Aber der, ey, nächstes Mal, weißt du, da merkt man nicht gleich, jetzt mit gleichem Vergelten. Da steht schon in der Bibel. Weil nächstes Mal werde ich das gleich machen. Ich werde ihn warnen. Ab heute bist du für mich Edelmann Ahmed. Edelmet. Du bist Edelmet. Edelmet. Oh, wo gehen wir hin, Ahmed? Du hast hier uns gelotst. Ahmed, er mault sich. Pass auf. Oh, oh. Edelmet. Das ist doch scheiße, Mann. Oh nein, wir kommen nicht mehr rein. Wir müssen wieder hinten rein. Da vorne? Danke, Mann. Kannst du damit einen Stunt aufführen? Mit dem Ding? Also ich könnte einen Trick machen. Das wäre edel. Das ist die den kann ich auch. Ich war früher von wie heißt es, Julian Bam, nee, Bam, irgendwas mit Bam. Julian Bam. Ja. Julian Bam. Ja. Der Skateboarder? Bam Margera. Bam Margera, ja, ja. Julian Bam, der ist ein YouTuber. Ja, den meine ich nicht. Guck mal, pass mal das auf. Der Mount, auf den Bach, Mann, das nehmen wir noch mal. Oh, das ist schwerer als gedacht, Mann. Nee, ich lasse es lieber sein, Mann. Okay, wir haben ein bisschen Mist gebaut. Wir müssen hier längs, Leute. 450 Meter, Ahmed. Ich weiß, wir schaffen das, Mann. Du schaffst das. Du musst als Training sehen, Ahmed. Weil ich bin geflasht. Hier tobt das Leben. Das ist wie eine eigene Stadt hier. Guck dir das mal an. Oha, wir sind am Start. Lustig, weil hier stehen noch 200 Meter, 3 Minuten. Aber wir sind richtig. Hi, grüßt euch. Hi. Ja, danke schön. Ich habe hier Kamera gleich mal am Laufen. Kiki, grüß dich, Kiki. Freut mich. Ja, wir sehen uns zum ersten Mal. Hi, Hamza. Grüß dich. Du kannst auch ganz normal mit drauf? Ja, ja. Okay, geil. Ja, schön, dass wir eine Einladung sozusagen von euch bekommen haben. Also, man hört ja nur das Beste über deine Backkunst. Und wir wollen natürlich heute gucken, ob das alles nur Show ist oder ob das auch schmeckt. Ja. Weil vor der Kamera kann man natürlich immer viel reden. Das stimmt. Ja, aber ich habe nur Gutes gehört. Und ich werde gleich noch ein, zwei Sachen zu euch fragen, auch zum Laden. Mhm. Aber ganz vom Ding her würde ich gerne 5 Sachen bestellen, die ihr mir empfehlt. Okay. Ja? Machen wir. Geil. Okay, ja, dann gucken wir mal jetzt erstmal euren Laden an. Erzähl mal, wie ging das hier los, dass die Leute Bescheid wissen. Das hier ist, was ist das hier? Das ist unser Store. Wir haben ja unseren Online-Shop. Und irgendwann, also ich habe die ganze Zeit Produkte rund ums Backen und Kochen weiterentwickelt. Weil ich so die großen Big Player, die, weiß ich nicht, die haben irgendwie so nicht so dieses Raffinierte in den Produkten. Die sind auch nicht so Endkonsumenten nah. Die sind nicht so nah am Konsumenten, ne? Glaube ich, ja. Weil ich super gerne backe und koche, habe ich alles weitergespinnt und eigene Produkte entwickelt. Und nach dem Online-Shop haben wir gedacht, komm, wir machen regional einfach einen Ja. Damit die Leute es anfassen können. Okay, cool. Das heißt, damit habt ihr angefangen, geile Sachen hier, wenn ihr mal was shoppen wollt fürs Kochen zu Hause. Und hier gibt es dann eure Köstlichkeiten, auch sehr viel, oder alles self-made, eher gesagt. Habe ich gerade schon mal. Bubble Balls. Ja. Unseren eigenen Creams. Okay, geil. Mach gleich die Augen zu, Probierenlöffel. Die will ich probieren. So, das habe ich gar nicht gepeilt. Guck mal, die Schlange hier. Aber ganz, ganz massiv. Heftig. Also man muss ja einfach sagen, ne? Wenn das am ersten Tag ist und so eine Schlange ist, Hamza, ne? Dann ist das, könnte das Zufall sein. Ja, das ist 2 Monate jetzt. Ja, da kommt man auch zum zweiten Mal und dann kommt man, weil es schmeckt und nicht, weil man es ausprobieren möchte. Also das ist schon seit 2 Monaten jeden Tag ist es so voll. Heftig. We'll be right back.
So, mein Lieber, was würdest du mir denn empfehlen überhaupt? Auf jeden Fall safe alle Cheesecakes einmal durchprobieren. Alle einmal durchprobieren. Mit verschiedenen Toppings. Okay. Und dann mach ich dir so einen Bubbleball-Mix fertig. Ja? Ja. Und noch so ein geiles Getränk. Ich mache dir einen Drink, schmeckt wie flüssiges Spaghetti-Eis. Geil. Aber richtig lecker. Das heißt, wie viele Gänge kriegen wir jetzt, dass ich die Zuschauer schon mal vorwarnen kann? Ich kann dir so ein 5-Gänge-Menü machen. 5-Gänge-Menü ist geil. Ja. So, Hamza habe ich gar nicht gesagt, ist übrigens der Mann von Kiki, ne? Hab ich so richtig im Kopf, ja, ne? Und hier, guck mal. Oh, mein Akku ist fast alle. Das ist das Prinzip hier. Als erstes mache ich dir den Classic San Sebastian Cheesecake, wofür wir komplett bekannt sind in ganz Deutschland. Und wofür die Leute aus Österreich, Schweiz, aus ganz Deutschland herpilgern. Mit halb Hazel Cream und halb Schokocream. Geil, weil man muss dazu sagen, ich habe auch gehört, Kiki soll dafür bekannt sein, den absolut heftigsten, krankesten Cheesecake zu haben. Und den kosten wir jetzt. Viel Spaß. Kiki, der sieht schon mal absolut heftig aus. Wie viel verkauft ihr am Tag von Cheesecake? An einem guten Tag 700 bis 800 Stücke. Nein. Wie viel Gewinn macht man? Nein. Mir aufhalten. Warte, bevor du das machst. Nein? Du musst von oben runterschaben. Wie, runterschaben? Ja, runterschaben, genau. Der San Sebastian Cheesecake ist ja sehr cremig, ne? Ach so, und dann essen. Ja. Dann essen, genau. Mhm. Das ist keine normale Cheesecake, doch. Ne? Mhm. Also jetzt mal im Ernst, Leute, ich weiß nicht, wie man den nicht mögen kann. Das geht, glaube ich, wirklich nicht. Aber wenn ihr das so seht, Mann, ich habe schon viele Cheesecakes gegessen. Es mag sein, dass das auf irgendwelchen Ecken auf der Welt oder in irgendwelchen Städten normal ist, man das so kennt. Aber ich habe so in der Art noch nie einen Cheesecake gegessen. Das ist ja durch einen Unfall passiert, dass ein Konditor das durch einen Unfall irgendwie gemacht hat. Aber den kannte ich. Ich bin auch durch einen Unfall entstanden. Ja, das Beste entsteht durch einen Unfall. Die besten Sachen entstehen durch Unfälle. Kiki, was hast du mit mir gemacht? So hast du auch den Hamza kennengelernt, ne? Mit durch den Magen. Ja, ich glaube, da könnte man sich nur verlieben. Ja. Irgendwie von der Konsistenz so ein bisschen unreal. Also nicht wie man manchmal Käsekuchen kennt, der halt den gewissen Biss noch hat. Der ist wirklich einfach cremig, so irgendwie Mascarpone-Style auch. Wenn ich das so sagen darf, Mascarpone, das ist so cremig irgendwie so. Ja. Der cremigste Cheesecake der Welt. Ist so, ne? Der erste Cheesecake zum Löffel. Kiki, was hättest du denn gemacht, hätte ich jetzt so gesagt, oh, ist aber nicht so besonders, ja. Nicht so geil. Was hättest du denn? Also ich mag immer ehrliche Kritik, dann ist es halt so, aber ich hätte mich schon gewundert, weil ich kenne das halt nur andersrum, ne? Dass die Leute sagen, die feiern den. Ein Mann, der hatte Gänsehaut, nachdem er probiert hat. Echt? Die Haare standen krass an seinem Arm, ja. Gut, gehen wir in die zweite Runde, Kiki. Let's go. Mhm. So, Kiki, jetzt gibt's an das Gleiche nochmal nur mit Schoko. Genau, die Basis ist jetzt der Schoko-Cheesecake. Ja. Und on top habe ich meine Kokoscreme, wie flüssiges Raffaello. Selbst die Mandelnote ist mit drin. Und rechts haben wir Spekulatius Karamellcreme. Okay, wild. Richtiger Pro. Ja, jetzt weiß ich, wie es läuft. Der Zucker kommt wohl nicht raus. Ja. Wow. Also das Raffaello ist auf jeden Fall sehr präsent. Sehr geil auch, sehr geil. Nochmal hier mit den Spekulatius. So richtig zähflüssig. So gefühlt, so heftig ist es nicht, als würden die Zähne zusammenbacken. Quatsch, ne? Also so doll nicht. Man merkt halt die Zähflüssigkeit. Ja, ja. Und das ist echt, echt special. Was ist denn dein Favorit? Classic Vanille oder? Ich muss mich noch mal reinschmecken, Kiki. Ich weiß es gerade nicht. Ich hol dir noch mal einen. Komm, einer geht noch. Ja, Karamell-Cheesecake ist ausverkauft. Ne? Ja, Toffee. Der ist ausverkauft, ich hätte ne? gerne Toffee angeboten, aber die Gäste waren zu schnell. Ja. Limited Edition ist heute ausverkauft. Ich muss mich da mal richtig einmal reindenken. Da ist gerade so ein Geschmack, den will ich greifen. Holger ist wie der weiße Halber so. Wenn man die Fährte aufnimmt, dann ist Feierabend. Dann ist der vorbei. Findet raus. Ich entlarv dich. Scheiße, der ist verrückt. Doch. Ich schwör's euch, ich muss euch einmal wegschicken. Ich schwör's euch, doch. Ich laufe eine Runde durch den Rundhafen. Ja, weil sonst kann ich fühl mich unter Druck gesetzt. Das ist wild, Leute. Scheiße, Mann, ich kenn das. Die Bilder gingen gerade bei mir vor Augen. Bam, bam, bam. Eins nacheinander gehe ich in Gedanken durch, wie so ein Versessener. Und ich hab's gleich, Mann. Woher ich diesen Geschmack kenne. Tut mir leid, dass ich dich kurz verbannt hab. Kein Thema. Ich bin nicht zu 100% drauf gekommen und es regt mich mega auf. Ist da Nougat drin? Nein.
Es ist irgendeine Süßigkeit, irgendein Kuchen, irgendwas, was man aus dem Alltag kennt, was man zu oft gegessen hat. Ich weiß, kannst du sagen? Ich weiß es selber nicht. Weißt du selber nicht? Ich hab gedacht, der Holle weiß so. Milka oder sowas, weiß ich nicht. Ihr habt ja einfach eine geile Reise, Leute, wieder. Ihr habt zum einen am Anfang dieses mit dem Runterstreichen, wo ihr diese geilen Cremes habt. Ihr habt diese schöne, milchige Nougat, scheint es nicht zu sein. Ich weiß nicht genau, wie ich drauf komme. Aber irgendwas, was mit euch macht, was ihr kennt. Ihr habt dann von außen wieder ein neues Erlebnis mit diesen karamellisierten Wildkiki. Ich würde sagen, wir gehen einfach in die nächste Runde. Diesmal jetzt mit was anderem, ne? Die Bubble Balls. Die Bubble Balls alles machen wir jetzt. Klar. Hamza hat das schon gesagt. Das schmeckt wie von Nesquik, diese Milchschnitte. Was außen so hellbraun ist, innen noch ein bisschen dunkler. Ja, genau. So schmeckt das. Du bist ein guter Detektiv, glaub mir. Ja. Ich würde es auch rausfinden. Ich glaube, du schläfst heute Nacht nicht. Schlaflose Nächte. Ich habe mal über den Bacon nachgedacht und musste die Foto gefühlt abbrechen, weil ich so viel Bacon gegessen habe. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir nehmen die nächste Runde und geben uns damit jetzt einfach zufrieden. Ja. Hier, ihr Lieben. Oha, oha, ja. Was ist die Füllung jetzt nochmal genau? Wir haben durchgemixt. Also alle Cremes einmal durch. Alle Cremes, oh. Aber, hast du einige Bubble Balls vor dir? Alle schaffe ich nicht, Leute. Ich mache für euch ein paar, der Rest ist für zu Hause. Ach, mit hinter der Kamera. Ich frage mich mal, warum ich so abgemagert bin. Ja. Also erstmal wieder heftig gegeben. Was halt bei diesen Dingen so geil ist, du hast einerseits dieses Deftige durch das Frittieren ja von den Dingern. Du hast die Süße, du hast einen Crunch hier durch. Also ihr habt wieder den Oldschool-Flavor von Süßigkeiten vereint mit diesem Individuellen, was Kiki halt aus dem Produkt macht. Ich schwör's, das ist echt, das machst du geil. Tausend Dank. Das sind Pistazien aus Antep. Warst du schon mal in Antep? Antep noch nicht, ne. Ja. Musst du unbedingt hin. Antep warst du noch nicht. Da kommen die beste Pistazien her. Und da zieht er die auch her? Ja? Ja. Das ist geil. Und man kann auch statt der Pistazien zum Beispiel auch andere Toppings nehmen, alles, wie Oreo zum Beispiel, ne? Ja. Ich muss eingestehen, ich kann nicht genau rausschmecken, welches jetzt was war. Ich glaube, du hattest jetzt hier nur Pistazien gehabt. Ich musste einmal hier gucken. Ja, und die nimmt die Süße so ein bisschen, die Pistazie. Mhm. Das stimmt. Hättest du da jetzt noch mal Schoko on top, dann wäre das so eine richtige. Ja. Ist von Grund auf auch nicht so süß wie jetzt. Ja. Und jetzt schmecke ich auch das andere. Ja. Das ist jetzt nämlich Schokocreme. Schokocreme, ja. Mhm. Die Konsistenz von den Bällen ist auch ganz anders, als ich dachte. Die sind eher weich und ganz leichte Kruste, denn wenn sie aber weich, leicht zu zerbeißen, das platzt halt richtig. Ein bisschen, ne? Genau. Es kommt tatsächlich auch darauf an, welches Frittierfett du verwendest, damit die auch laut unserer Backmischung genauso werden. Also so eine, wie viele Nächte wir in diesem kleinen Bungalow. Das glaube ich. Das ist ein hochwertiges Frittierfett, damit es auch so gut schmeckt. Glaube ich gerne. Ich kenne das von Schnitzel oder sonst was, wenn du da irgendwas nimmst. Ja, genau. Für die, die jetzt irgendwelche Schokocremes mögen oder so und auch gerne mal ein Löffelchen aus dem Glas naschen, bekommst du genau das, was du willst. Eigentlich das Verbotene, was man sich sonst nicht gönnen möchte. So. Ja. Hast du hier mit zwei netten Gesichtern verpackt. Das ist einfach schon geil, ne? Ich habe noch nie jemanden so viel wegatmen sehen. Ich feiere das so, ne? So geil. Ich glaube, der kann alles weghauen jetzt. Ja. Ich werde jetzt noch einen snacken. Den anderen gebe ich Achmed. Denk nicht wieder, ich lasse ihn hier geiern. Er hat gleich seine eigene Packung, ne? Ich mit meiner Frau, wenn die noch da ist und wir zu Hause ankommen. Wir gehen in die letzte Runde, Leute. Ihr kriegt natürlich auch noch eine Bewertung. Ich bin Süßspeisenliebhaber, deshalb kann ich das sehr gut bewerten. Wir gehen in die letzte Runde, Kiki. Letzte Runde? Mhm. Okay, let's go. Gut. Du hast mich richtig benommen gemacht. Ja. Also wirklich, Leute, schon mal um das zusammenzufassen. Wenn du bereit bist zu sündigen. Ich bin manchmal auf dem Sofa zu Hause und denke mir, ich gebe mir jetzt richtig Kante, aber schaffe es nicht, weil ich nicht den richtigen Stuff dabei habe. Ja, hier kriegst du den richtigen Stuff. Ja, dann komme ich mit irgendwann Bitterschokolade. Hier kannst du dich richtig weglatten mit Süßigkeiten, aber auf geiler Basis. Ja. Und jetzt haben wir hier, vielleicht sagst du auch noch mal, Kiki, was wir haben. Das ist der Vanilla Strawberry Dream Cream. Mhm. Schmeckt wie Ed von Schleck. Holle kannte es nicht mehr, oder? Jetzt wurde es gesagt, das schon. Klar, als Kind natürlich auch gegessen, aber erst in Stutzen geraten. Und es schmeckt wie das, nur in flüssig als Drink. Also richtig geil. Cool. Da habe ich gar nicht mit gerechnet mit diesem Geschmack.
Ich dachte eher, es wäre so sahneartig, wie letztens, was wir beim L'Osteria getrunken haben. Das war dann so eine Mascarpone-Creme, glaube ich. So zum Trinken, ne? Mascarpone? Ja, ja. Ich glaube, das war so eine Art, ne? Das ist auf Milchbasis. Also hier ist auch keine Sahne drin. Also bei dem hier, der perfekte Abschluss quasi, weil das wirklich sogar noch erfrischt. Ja. Ja. Durch einen hohen Milchanteil würde ich jetzt mal sagen, ist natürlich süß. Hast die Erdbeeren, was sehr geil reinfetzt. Das ist echt wieder so ein Stück Kindheit. Ich könnte wetten, ihr habt den gleichen Lieferanten. Ich weiß nicht, ob es Ed von Schneck ist, aber es gibt ein Eis. Das hat diese bestimmte Erdbeercreme. Das ist absolut krank. Ja. Absolut krank. Da ist ja auch Eis noch drin, ne? Ja. Knackt richtig so ein bisschen auf den Zähnen. Absolutes Tuning von dem Shake nochmal mit diesem Eis. Leute, ihr wisst, ich bin eine Naschkasse. Aber trotzdem muss es gut sein. Und wir haben ja am Anfang die These aufgestellt, ist es einfach nur lecker, weil es süß ist, oder ist es wirklich einzigartig und besonders, und es ist definitiv besonders gegeben. Sehr cool. Das sage ich nicht nur so, sonst hätte ich jetzt zu denen nämlich gesagt, ich muss mal eben da vorne testen, wenn ihr nicht dabei seid. Aber es ist geil und das kann ich mit gutem Wissen sagen, weil ich weiß, wenn ihr hier hingeht, werdet ihr das nachvollziehen können, was ich sage. Über den Kamm geschert, am allerheftigsten fand ich den normalen Cheesecake. Den würde ich, glaube ich, mit zu meinen allerbesten Benotungen zählen, das sind 9,7. In dem Bereich drehen sich auch die anderen Dinger. Ich hätte den Kugeln hätte ich eine 9 gegeben, den Schokoding eine 9,3. Den hier würde ich auch 9,2 geben, das ist alles Endlevel. Ich habe hier nichts, was ich nicht über eine 9 oder mit einer 9 bewerten würde. Geil. Ja! Das ist ja, heftig, Mann. Wirklich. Danke, also, ja, sehr gerne, sehr gerne. Die haben es verdient, Leute. Das ist echt heftig, muss man sagen. Wirklich. Also, danke, dass ich hier sein durfte. Danke fürs Kommen. Ja, und dann. Halt gesprochen. Ja, würde mich auch freuen, natürlich. Die haben ja auch einen YouTube-Channel. Da ein Abo dalassen. Bei mir einen dicken Daumen oben, damit das knallt, das Video. Und bis zum nächsten Mal.